Morgen, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Steini Neues, WWE 2K22. Kurt Krölleck vom Trainer zum Wrestler-Röntchen. Ja, Ladies, neue Folge, neues Glück. In der letzten Folge haben wir den Titel gewonnen, haben ihn dann wieder verloren, für das wir diese Folge wieder angreifen werden. Ob wir das packen werden, seht ihr hier in der Folge. Dankeschön für den ganzen Support auf die Folgen hier. Kommentarbereich, Daumen nach oben, awesome. Würde mich sehr freuen, wenn das so weitergeht. Auf die Fragen in dem Video könnt ihr immer eingehen im Kommentarbereich. Lest mir da eigentlich alles durch. Und so könnt ihr auch ein bisschen hier mit interagieren, auch wenn ihr nicht immer live mit dem Stream dabei seid. Wenn ihr dieses Video gesehen habt, seid ihr wie immer up to date für den Stream. Heute um 16, 17 Uhr wieder. Ja, ich denke mal 16 Uhr heute am Freitag und ja. Weil wenn das Video Donnerstag, Freitag 16 Uhr streamen wir, als das Video doch noch Donnerstag kommt. Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht mehr viel labern, viel Spaß. Es war wieder eine absolut durchgeknallte Folge. Ja, aber seht selbst, bin raus. Ladies, ich habe unter dem letzten Video und dem letzten Stream gefragt, was wir für einen Finisher machen wollen. Da waren ein paar Sachen drunter. Einer hat mir viel zu lange gedauert. Das war von Adam Cole. Von der Ringecke. Panama Sunrise, genau. Zu lange, viel zu lange. Dann ein Move von Christian, der rein physikalisch aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht. Dieses Reindrehen und dann fallen lassen. Vollkommen dullig irgendwie. Hat nicht gepasst. Und auch zu lange gedauert. Ich habe jetzt erstmal einen anderen Move genommen. Welchen werdet ihr gleich sehen. Storytechnisch habe ich ein bisschen nachgefragt. Es war ausgeglichen. Hier im Stream war für Roman Reigns und auf YouTube war ein bisschen zwiegespalten. Deswegen entscheide ich mich dafür, wo ich am meisten Bock drauf habe und es passt gerade einfach. Wir gehen rein in eine Fehde mit Elias, um einfach Ezekiel auch kennenzulernen, Jungs. Wir wollen ihn kennenlernen. Hoi. Elias macht Konzert, wir werden eingreifen. Wir haben keine Tickets, brauche ich auch nicht, weil wir einfach reinlaufen werden. Dann, Mann, spiel mal dein Liedchen da, Junge. 15 Punkte mitnehmen. I am Elias. Lehnt euch zurück. Hello. Hello. I am Elias. Jawohl! These two had an issue on social media about this. Boah, man, zieh mir doch mal Schädel! You wanna write stupid songs about me, huh? This is what happens. No one's ever gonna hear it now. Aber Elias hier Face? Macht auch keinen Sinn eigentlich, ne? It's one thing to take issue with a song lyric. Ah, ich dachte, wir sehen so einen Jeff Jarrett, ey, dass er dem richtig über den Schädel zwiebelt da. Krölleck, Junge. Geht doch wohl besser. Zwei Heels, ja, verstehe ich auch nicht. Ist mir egal, ob es so war oder nicht. Jetzt muss keiner mehr gerade auf die Stimme hören. Richtig gute Neuigkeiten. Die Ärzte sagen, meine Stimme ist bald wieder da. Schlechte Neuigkeiten für dich. Ich mach dir auch eine Stimme platt. Machst du nicht, Junge. Ich bin bereit für die Geschichte. Klar. Er kommt jetzt raus mit Gitarre, wie mit einer Geige. Konzert jetzt. Quicktime-Event mit wer spielt das bessere Lied? Kein Entrance? Gewinne das Match durch Pinfall oder Aufgabe. Boah! Oh, walk with the Lions! Einfach ein guter Move! Oh, kontert der, oder? Nee, doch nicht! Bah! Also ich gehe mal ganz stark davon aus, das wird eine einfache Kiste hier, oder? Ah! Moveset aber ein bisschen flexibler jetzt, ne? Der hat nichts zu melden, ne? Das ist so entspannt gerade, dieses Match. Aber guck mal, jetzt auf einmal kommt er zurück. Jetzt auf einmal. Die ganze Zeit leichtes Spiel. Wieder mal in den Ring rein da. Guck dir an, den Krölleck, wie stark der ist, Junge! Der wehrt sich gar nicht, ne? Meine Feet hat nicht verkehrt, so. Fuck. Er wehrt sich gar nicht! Der wehrt sich überhaupt nicht! Ja.
Bruder! Was ist denn jetzt los? Hä? Warum auf einmal? Oh. Bam. Ey! Ich kann nichts tun gerade. Das ist nicht mehr normal. Oh. Zack, Junge. Bam. Feierabend. Na klar. Zweiter war so. Ich glaube, der kommt da, oder? Ja, es war so klar. Ich dachte, für so einen Spaziergang, ne? Jetzt krebst du hier schon wieder 20 Minuten rum. So. Der kriegt ihn nicht zu packen! Wieso? Ich flippe hier gleich aus, ne? Zu weit. Er ist 10 Jahre benommen, ne? Überraschung, komm! Angefangen, ne? Und auf einmal ist er der Endgegner hier. Das gibt's doch nicht. Ich werd hier echt sauer langsam, ne? Ey, was war das denn? Ich dachte, wir spazieren hier so durch. Junge, ey. Jetzt kommt Ezekiel raus. Was ein Match zum Start. Ich dachte, hier ein bisschen spazieren gehen. Ganz easy, ja. Ganz easy war das. 25 Minuten waren wir jetzt in dem Match drin, oder nicht? Endlich ruhig, aber bitte kein NoDQ-Match, damit ich deine Stimme in der Dauer beschädigen kann. NoDQ, diesmal darf ich... NoDQ! Kolleg! Kolleg braucht einen Titel langsam mal wieder, ne? Who wants to walk with Elias? Ezekiel, Junge. Du sollst ja keinen Vortrag halten. Der Kolleg gesehen, mal eben kurz zu Spider-Man geworden. Doch zu lange, Kolleg. Ja, und dafür fällt er dann wieder hin, oder was? Bam! Ich weiß ja mal, die Ring... meine schon, ne? Du singst hier nicht mehr, hast gehört? Bin sofort wieder back, Jungs. Ja,
Nee, wir hatten gegen Elias gerade auch schon Probleme im ersten Match. Er sah das voll easy aus und danach. Ja! Ein Heel-Typ macht ein Heel-Pin immer! Kollege! Eitler Pfau. Guck mal, 15 Upgrade-Punkte. Lassen wir uns schmecken. Und eine Kamera würde ich mir jetzt ja auch schmecken lassen. Was ist denn los, sag mal? Stell mir gerne eine Frage. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen gerade. Wie Cam ist Freeze? OP Kimlink. Ey, wieso haust du denn da rein? Der ist ja gleich ausverkauft, du Fisch. Ha? Was will die denn hier? Monroe Ray? My podcast listeners absolutely love to cheer on a villain. After all, morality and playing fair can be a bit stale. So they'd lose their minds to crush someone's dreams and body in a no DQ match. Ich hab keinen Bock wieder gegen Dominik. Macht eine Abstimmung. Macht eine Abstimmung. Ja oder nein? 82% auf ja, okay. Dann gehen wir da rein. Wenn ihr dazu sagt, dann gehen wir da rein. Aber ihr wisst alle, Dominik Mysterio, Fallobst. Können wir am Freitag mal machen. Ich kann euch das Moveset am Freitag mal im Stream zeigen. Dominik! Irgendwie sieht der Körperbau ist komisch, ne? So, Dominik, was geht? Zack, Junge, boom! Der weiß nicht, was abgeht hier, ne? Der kriegt den Lesnar von uns. Der Krölleck wird in dem Match mal ganz kurz zum Lesnar. Der Move ist einfach ein Träumchen, ne? Boah, lol! Jawoll! Bam! Krölleck, Junge! Krölleck ist da, Jungs! Bau auf! Nochmal einen schönen Chokeslam da! Dominik Fallobst, Jungs. Der kann gar nichts, kann der. Sehr gut, alles einmal mitnehmen. Boah, jetzt kriegst du noch ein Black Mass, dann ist hier Feierabend. Easy Match, Jungs, easy Match. Komm mir vor, als hätte ich auf Amateur gespielt, du. Was ist das denn für ein Match? Haben sie irgendeinen kleinen Jungen aus dem Publikum genommen, der mal eben hier einen zeigen soll? Junge, da ist der Krölleck. Und nicht Doink the Clown. Also das war jetzt richtig einfach, das Match. Greifen und schlagen, ne? Schlagen geht nicht mehr. Scheiße, ein Punkt fehlt. Aber egal, wir machen erstmal hier. Zack, zack. Gesamtstärke 90. 90. Bada bing, bada boom. I'm back. 2 Punkte. Für Dominik kriegen wir 40 Punkte und für Roman Reigns 2 Punkte? Ich sag ja, alles was mit Roman Reigns zu tun hat und der WWE, du wirst beschissen. 2 Punkte, Alter. Jetzt greifen wieder 8 Leute ein, die 4 Omas von dem, die 3 Onkels kommen noch rein. Plus die Usos und was weiß ich nie, wer noch. 1-4! Krölleck, einfach Badass, Junge. Einfach Badass. Aber Krölleck würde ein roter Titel besser stehen wie der blaue da. Er wieder da, der Schaluppi, Junge. Wer will denn deinen Entrance sehen? Ich nicht. Krölleck! Krölleck, mein Platt. Spear und Pin. Pin. Ende. 1, 2! Ich dachte, Überraschungsmoment.
Guck mal, Krolleck ist da. Direkt eine Überraschung in die nächste. Wow, schade. Wer ist denn Roman Reigns, Junge? Kenn den nicht. Bam. Gefällt dir das, Junge? Hm? In die Kronjuwelen, Junge. Da! Hast du, was du brauchst? Wo hat der den? Paul macht zwei Moves und hat direkt einen Finisher. Willst du dich verarschen? Piss dich mal hier aus dem Ring, Junge. Wo hat der den Signature hergehabt? Der hat einen Move gelandet, wenn überhaupt. Ist der Kopfnuss? Hier, trenne ich dir auf den Schuh. Suplex City. Kennst du da irgendwoher, oder? Roman Reigns? Kennt der Reigns gar nicht, ne? So viele Moves in seinem Repertoire zu haben. Fang mich! Nein! Spear, Junge! Nochmal eine Spear! Und ey, ich mach die drei Amigos. Ah, doch nicht. Ich wollte die drei Amigos machen, den Spear aber. Warum? Wir machen die drei Amigos. Noch eine! Jawohl! Nochmal Big Boot. Dieser dumme. Oh, jetzt kriegst du den Undertaker, ne? Jetzt kriegst du den Undertaker, der in Krolleck steckt. Boom Shakalaka! Seit wann hat der einen Jackhammer in seinem Moveset? Wie lange brauchst du? So nicht. Nicht schon wieder so. Komm, der muss durchgehen. Mir so scheißegal jetzt. Ist mir so scheißegal, komm her. Mir so scheißegal, komm her. Komm ran, Junge. Der mit seiner Aufgabe-Moves da, nichts anderes kann der. Kann ich auch Aufgabe-Moves. Und jetzt? Boah. Ein Champion, der Kämpfe liebt. Ja, sicher. Zwei Punkte. So, und jetzt? Ihr wisst alle, was wir jetzt machen, oder? Richtig. Wir machen jetzt Bret Hitman Hart. Ne, wir machen jetzt, oder wir versuchen, einen CM Punk zu machen. Wir gehen Billard spielen. Paragon, Junge! Was will der denn hier? Was will er denn? I'm sick of waiting around to get what we both know I deserve. When are you going to give me a shot at your Universal Championship? I'm not sure you deserve anything. Er macht kein Match und will hier alle Titel haben? Bevor der eine Titelchance kriegt, werde ich was anderes machen. I already proved I'm better than you. Ich suche nach Gegnern, Junge. Nicht nach Fallobst. So now I'm looking for new opponents and challenges. Kannst du hier eine Dievenabteilung mal umgucken, wenn du einen Titel haben willst. Junge, in welcher Welt muss ich mir dir stellen immer? Bei My Little Pony oder irgendwie sowas. So.
Schade, dass man da nicht noch rausgehen kann, so den Gang entlang. Welcher Teil war das? War das nicht Here Comes the Pain, wo du auch die Karriere gespielt hast, aber Backstage rumlaufen konntest? Wirklich rumlaufen. Durch Türen gehen, in andere Räume und so. Das war geil. Wo dann Leute rumgestanden sind, die du anquatschen konntest. Boah, das hat Bock gemacht. Social Media. Damit hat Krück... Genau. Kurt Krölleck ist der Beste. Meine Töchter meinen heute Morgen noch, Papa, warum bist du kein Champion? Von dem hat tja, Mädchen, jetzt ist der Papa der Universal Champion auf dem Fersen. Das, Edge, wird nicht möglich sein. Warum? Ist ganz klar. Junge, ich mach doch hier nicht den Big Show, der alle zwei Minuten hier Heel und Face wechselt. Ich beleidige dich. Du bist dumm, okay? Adam, du hast hier nichts zu melden. Und mir stinkt das hier gewaltig. Mir stinkt das hier gewaltig. Ich werde als Champion jetzt die Company verlassen. Ich hab's gehört, ja sicher. Liegt an mir, genau. Jeder Champion zu einer Brandwell muss den Titel... Ich muss gar nichts, ich nehme den mit. Ihr habt hier keinen Titel mehr bei SmackDown. Ich nehme den mit, melde mich an und ich nehme den Titel mit. Hast du verstanden? Meld mich an, ich bin hier weg. Ich bin fertig hier mit SmackDown. All superstars participating in the shakeup must compete this week so the other GMs can see them in action. So what do you have lined up for me? William Regal from NXT has mentioned he'd like to see you in a singles match. While Mandy Rose said she'd like to see how you work as part of a team. So basically, which GM do you want to cater to? Ich gehe Mandy Rose. Tag Team mit Mandy Rose. I'd rather impress Mandy Rose to better my chances of going to Raw. So put me in the tag match. Put me in immer. Und komm ja nicht auf die dumme Idee, mir jetzt den Paragon an die Seite zu stellen. Frischer Wind für SmackDown. Mal fertig. Warum nicht gegen Edge? Wir sind mit SmackDown fertig. Jetzt kommen sie alle an, weil du Erfolg hast. Auf einmal hast du viele Freunde. Hast du keinen Erfolg, ist niemand bei dir. Jetzt kommen sie alle an. Edge erzählt seinen Töchtern von mir. Aber Krölleck ist überzeugender Single. So, wer ist der Tag Team Partner? Wenn Paragon Tag Team Partner, ich gehe direkt wieder raus. Edge, Junge! Da! Seht ihr Edge? Im Internet dicke Ansagen schwingen, aber Krölleck hat gerade Fame. Ich lauf mal mit ihm raus. Ich hasse den eigentlich, aber ich mach mal für die Öffentlichkeit auf nett mit ihm. Ist ja okay. Und Rey Mysterio haben auch verschwartet Backstage. Rey Mysterio wird Angst haben. Ich denke, Rey Mysterio hat Angst. Ehrfürchtig ist er. Und Edge ist ein 30er. Wir wissen's. Randy Orton, okay? Wir drei gegen Randy Orton. Chat, wir drei gegen Randy Orton. Ich lasse nur Rey Mysterio kämpfen. Wir chillen. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Jefadi, Junge. Roman Reigns, natürlich, wer sonst? Roman Reigns, Zweitname Herpes. Zweitname Herpes oder Klette? Eins von beiden, sucht euch aus. Ich wäre ja für Herpes. Oh. Der lässt uns nicht zufrieden, ne? Der lässt uns nicht zufrieden. WWE hier wie Real Life. Im Spiel WWE genau wie in Real Life. Du möchtest mal was anderes sehen und die WWE hat einen guten Plan und sagt sich, hey, was wäre denn einfach, wenn wir in den Six-Man-Tag-Team-Match einen Roman Reigns reinpacken? Der hat ja heute erst 24 Matches gehabt, aber als Überraschung können wir ihn doch da auch nochmal reinpacken. Und dann sitzen die da an ihrem Tisch und machen... Junge, hätte ich einen Pokal mit, ich hätte den gegeben. Das ist eine Weltidee. Spitzenmäßig. Und nächstes Jahr melden wir uns bei der WM an, die im Winter ist. Da lassen wir Roman Reigns als ein Team einfach. Er ersetzt 11 Spieler. Und dann holt er sich den Pokal. Und den stellen wir uns hier hin. So. Habt ihr gesehen? Erstmal direkt auf Reigns gehen. Der Rest ist egal. Reigns erstmal. Reigns, du hast hier in dem Match nichts verloren. Dich will auch keiner sehen hier. So. Reigns, guck dir das genau an. Krölleck hat die Sache hier komplett unter Kontrolle, ne? Guck mal, Reigns kann nur so. Reigns kann nur so. Reigns, darauf habe ich nur gewartet. Komm rein. Jemand zu Hause? Oh, blöd. Wie
Wie soll denn so das Match zu Ende gehen bei so vielen Leuten? Da würde mich aber echt mal interessieren. Da kommt ja jedes Mal einer rein, oder? Aber Kröllek hat guten Job gemacht. Wir taggen mal. Kröllek! Kaum ist Edge hier drin, geht nichts mehr, ne? Ja, Reigns, da guckst du doof, wa? Ringrichter, hast du das gesehen? Der hat angefangen. Komm mal her, zack. End of days. Aufstehen. Hau ab, Orton! Kommst auch nochmal da runter. Roman Reigns kommt rein, ich habe mich herausgefordert gefühlt. Entschuldigung, Rev, ich dachte, ich darf auch dann direkt rein. Ist ein Problem oder was? Boah, was ist mit dir los, ey? Ich habe doch nur höflich gefragt, ob du ein Problem hast. Edge, helf doch mal da. Ja, Edge, also du bist wirklich nur aus Deko-Zwecken hier drin, ne? Dann ist er. Ja, danke, Junge! So, Reigns. Ist mir ein Vergnügen. Haha. Bam! Was macht Ray denn da? Und was macht Reigns da? Jetzt aber! Jetzt haben wir gute Action hier, ne? Was willst du da im Ring? Verpiss dich. Hau ab, habe ich dir gesagt. Oh, Roman, du hier nicht in Hollywood? Aufstehen, Edge. Bam! Komm mal. Da wär's gewesen! Bam! Kröllek macht's hier! Kröllek klärt die Scheiße! Bam! So, jetzt mal Ende da drin! Mach doch Ende da! Ray, wo rennst du rum? So doof kann keiner sein, ehrlich nicht! Ray, wie doof muss man sein? Sind Kröllek in der Ruhe hier? Kröllek, komm, bring ihn! Jawohl! Randy Orton, hä? Hat der Schiss gehabt? Habt ihr gesehen? Randy Orton Schiss gehabt. Er wollte nicht rein. Er hat Angst, zur Fresse zu kriegen. Boah, das ist aber echt lästig, ne? Wenn du da 3-3 auf beiden Seiten hast, ey. Aber wir haben es gepackt. Orton hat keine Lust gehabt. Orton Heel Turn. Huh. Das war ja was, ey. Guck dir da an, die drei von der Tankstelle. Perfektes Match. Sie haben es gut gemacht. Kröllek, wechsel zu Raw.
Willkommen bei Raw, Kurt Krillig! Wenn du es dir mit mir verscherzt, hast du sicher Erfolg! Mit mir nicht verscherzt! Ich werd's mir richtig verscherzen mit dir. Oh! Krillig einfach the biggest man in the business, aber immer noch kein Geld für andere T-Shirts und so, ne? Der rennt 24-7 mit den gleichen Klamotten rum. Mann, du. Finisher Win für SmackDown. Perfekt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, wer sind Sie? Tassia Meadows. Erzähl mal. It's no secret that I have a soft spot for the more mean-spirited competitors on the roster. It's actually my birthday next week. As a special treat, wondering if you could take out one of Raw's more honorable superstars in a no DQ match? I swear I won't tell anyone it's for me. Jetzt pass mal auf, Mäuschen. Ich kann dir nicht für jeden Geburtstagsgeschenke machen. Erstmal bin ich hier, kann mich darum nicht kümmern. Dann kommen sie alle. Hey, ich habe auch Geburtstag. Ich hatte vor 3 Jahren Geburtstag. Oha, komplett anderes Zeug. Jiu-Jitsu-Schule? Was ist das denn? Ach, ehrlich, eine Kampfsportart. Ich dachte, das ist ein Kuchen. Social Media ist mal abchecken. Ja, die bösen Jungs keine Sorge, Willi-Universum. Krölling hat mich besiegt, aber zum Schwein bringt er mich nicht. Mehr Musik demnächst. Sehr gut. Alle auch mal die Scheibe kaufen, ne? Der ihm einen Gefallen tut und du bist vielleicht der Richtige. Cedric Alexander ist uns ein Dorn im Auge. Erledige ihn, dann wirst du vielleicht... Oha! Bruder! Da sehe ich uns aber, oder? In der ersten Fraktion? Erste Fraktion mit Murphy und Rollins geht am Feld. Ich mach's ja sehr. Gib her. Mit dir, Ali? Nee, komm. Nur wir drei. Ui, neue Klamotten hier. Resident Evil. Angriffsteamose. Was soll ich denn damit, Junge? Aber erst, ey, ich finde bisher ist abwechslungsreich. Wir hatten die Möglichkeit, bei SmackDown in eine Fraktion zu gehen. Die hat uns nicht so ganz gecatcht. Aber das jetzt hier? Als Raw, als Heel und dann noch da rein? Also ja, komm ran, Junge. Kannst du da kommen mit deinen Lashleys und alle? Bist du richtig mal vor die Kauleiste? Komm, aufstehen. Er rennt da komplett rein. Du bist ein Trottel, ne? Sag mal. Bist du verwandt mit Roman Reigns? Jawohl, hau ihn rein da. Hau ihn da rein. Zur Seite mit dir. Ich bin bei dem Monday Night Raw Messiah, bin ich jetzt. Aber glaubt ihr, dass er den Krölleck da platt macht? Hör mal, ich hab gespielt mit dir. Wie eine Katze mit einem Döner. Der Messiah war hoch erfreut, wie du Cedric vernichtet hast. Aber das war erst der Anfang. Ricochet war nicht gerade begeistert, dass du seinen Freund angegriffen hast. Er will Rache. Kämpfst du mit mir zusammen gegen die zwei? Sicher. Können wir gleich machen. 91, Jungs, haben wir jetzt. Rating, aber wir können nichts pushen hier, ne? Bräuchten wir noch ein paar Punkte für. Orte kann ich auch nichts mehr. Ich kann nur das machen, theoretisch, ne? Aber die Prism startet auch gleich, ne? Nicht so wie... Ich habe auch Hunger gekriegt, ohne Spaß. Deswegen ist mir Döner im Kopf gekommen jetzt gerade. Weil ich selber... Ich könnte jetzt einen Döner verspeisen, sagen wir mal so. So, und hier werden wir am Freitag weitermachen, weil wir haben in 4 Minuten 20 Uhr. Ich werde mir den neuen Kopf jetzt holen, dann werden wir uns zurücklehnen und kein Roman Reigns Autogramm ziehen. Not for fun. At the moment dann. But I'm not a rapper.